Und damit herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Und zwar gibt es heute das vierte Weekly Update. Das letzte Weekly Update war vor 7 Monaten. Das kommt auf jeden Fall wöchentlich. Wir sind hier jetzt gerade wieder mal auf meiner Webseite, die auch demnächst endlich mal online kommen wird. Ich habe jetzt mal einen Anbieter gefunden und noch einen Domain-Anbieter, auf dem ich das mal für einen angemessenen Preis kaufen kann. Und was wir als erstes sehen, hier die Navbar hat sich im Gegensatz zum letzten Mal stark verändert. Hier habe ich alles an Farben und Layout geändert. Und der Slider, den habe ich auch nochmal komplett neu gemacht. Und weil es ist einfach besser. Hier sieht man jetzt auch das neueste Video. Ich weiß gar nicht, ob das im letzten Video auch schon da war. Ich glaube nämlich nicht. Dann kann man da einfach drauf gucken und draufklicken. Und dann kommen wir auf die Wiedergabeseite. Ich verstehe es gerade nicht, wieso da nur 2 angezeigt werden. Auf jeden Fall sind hier oben halt... jetzt werden alle angezeigt, genau. Hier oben werden die neuesten 10 Videos, glaube ich, angezeigt. Da könnt ihr durchscrollen, draufklicken. Das ist auf jeden Fall anders als das vorherige Mal. Dann habe ich hier das Layout hier unten ein bisschen verändert. Da bin ich aber noch nicht fertig, wie man sieht. Da muss ich das nochmal ein wenig verbessern. Gehen wir aber noch zurück zur Startseite. Und zwar kann man jetzt hier alle meine 3 YouTube-Kanäle sehen. King of Dog, ZabyFX und ZabyOfficial. Übrigens, ich habe jetzt auch noch einen neuen Kanal zusammen mit ein paar anderen. Dort werden ab jetzt Erklärvideos kommen. Wer bei dem Wort CRISPR an einen Müsli-Riegel denkt, liegt leider falsch. CRISPR ist ein Genmanipulationstool, das Potenzial hat, die ganze Menschheit auszulöschen. CRISPR sind Abschnitte von sich wiederholender DNA. Einige Bakterien nutzen diese DNA-Stränge als Immunsystem und wehren sich so gegen Viren oder andere Fremdkörper. Und zwar heißt dieser Kanal The Ultimators bzw. The Ultimators, wenn man es grammatikalisch korrekt aussprechen will. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, Link unten in der Beschreibung. Besser nach Beute suchen kann. Es gibt rein theoretisch keine Grenzen für die Genmanipulation. Alle Lebewesen bestehen aus Erbgut und daher können alle Lebewesen im Erbgut auch verändert werden. Auch der Mensch könnte Vorteile. Außerdem hat man jetzt hier diese Social Media Liste, die sieht weitaus anders aus als davor das Mal. Wobei ich noch nicht mal weiß, ob ich überhaupt schon mal die Startseite in einem Video gezeigt habe. Egal. Auf jeden Fall hat man hier eine Social Media Post Liste und hier kann man natürlich auch neue weitere laden. Das ist noch ein bisschen verbuggt im Anzeigen, aber wenn man dann noch mehr lädt, dann ist es wieder richtig. Also ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Muss ich auf jeden Fall noch beheben. Und hier noch warum Werbung zeigen. Werbung wird übrigens noch nicht gezeigt, weil das ist irgendwie von Google AdSense her nicht möglich, wenn man das nur offline betreibt. Das Portfolio sieht mittlerweile so aus. Ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt schon mal gezeigt habe. Ist alles ein bisschen scheiße, wenn man nicht weiß, was man in den Weekly-Updates zuvor gemacht hat. Übrigens, hier werden noch ein paar mehr Portfolio-Einträge kommen. Wenn man auch dann die DogBBB draufklickt, dann sieht man diese Seite. Ich glaube, die habe ich immer schon mal gezeigt. Das sind einfach Informationen zum Resource-Pack. Dann der Blog sieht nicht viel anders aus, aber hier gibt es schon mal die ersten Werbeanzeigen. Das ist aber auch noch nicht Google AdSense, sondern nur so zum Test. Ich werde halt versuchen, auf jeder Seite höchstens eine Werbeanzeige zu machen, damit es nicht zu voll geklatscht ist, wie auf gewissen anderen Seiten. Was ich dann hier aber beim Blog gemacht habe, ist, man kann jetzt liken. Dafür muss man sich zwar anmelden, aber man kann liken. Ich werde mich kurz mal anmelden. Ich bin jetzt angemeldet und jetzt kann ich hier schön draufklicken und man hat geliked. Und das ist die Twitter-Animation, wer sich wundert. Also das ist genauso, wie wenn man hier einen Post liken würde. Seht ihr denn die Gemeinsamkeiten? Also wer es nicht sieht, der ist echt bescheuert. Oder blind. Und nicht bescheuert. Hier sollten eigentlich weitere Artikel stehen. Das hatte ich auch mal im anderen Video gezeigt. Aber ich habe alle anderen Artikel gelöscht.
deswegen sind die nicht da. Und hier kann man natürlich schön kommentieren und natürlich absenden. Dafür muss man auch angemeldet sein. Und dann wird der hier geladen. Und sobald er gepostet wurde, kommt hier das Häkchen. Wenn man jetzt diesen Kommentar eingeben will, aber man gerade offline ist, was man hier in Chrome schön machen kann, dann funktioniert das Ganze nicht. Und dann wird der gleich auch wieder ausgeblendet und gelöscht. Und dann, wenn man wieder online ist, dann kann man das schön senden. Und der wird gepostet. Daran habe ich auch ziemlich lange irgendwie gearbeitet. Ich muss aber noch einbauen, dass man hier auch auf Kommentare antworten kann. An den Tools hat sich ein klein bisschen geändert. Und zwar gehen wir mal zum Beispiel auf den Caesar-Chiffre. Es hat sich ein bisschen das Layout verändert, aber die eigentliche Funktion ist immer noch die gleiche. Also das gleiche auch beim URL-Encoder, beim Base64-Encoder, beim Passwort-Generator, beim Nickname-Generator. Hier habe ich übrigens diesen Text noch hinzugefügt. Könnt ihr gerne mal das Video pausieren und euch durchlesen, wenn ihr das unbedingt wollt. Außerdem habe ich dieses FAQ eingebaut und hier werden einige Fragen beantwortet. Zum Beispiel, was es hier so gibt, in welchen Sprachen es diese Webseite gibt, woher man mich kennt, eigentlich gar nicht, aber und so weiter. Das könnt ihr euch alles durchlesen, wenn ich diese Seite endlich mal online getan habe. Dann gibt es auch ein Profil, eine Profilseite jetzt endlich. Hier kann man zum Beispiel die Posts sehen, Blogbeiträge und Kommentare auf dem Blog. Und hier werden auch noch Einstellungen hinzugefügt, dass jeder seine eigenen Profileinstellungen vornehmen kann. Das ist nämlich im Moment nur über die Datenbank direkt möglich. Außerdem gewähre ich euch das erste Mal jetzt auch Einblick in das Admin-Panel. Das hier muss ich mich nochmal extra anmelden, theoretisch. Dann hat man hier zum Beispiel eine Liste von allen Blogposts. Hier kann ich die theoretisch auch löschen und dann ist er gelöscht. Und ich kann hier in die gelöschten Blogposts gehen und theoretisch alle wiederherstellen, also wenn ich das unbedingt will. Oder aber ich kann sie einfach direkt komplett löschen. Und natürlich kann ich auch einen neuen Blogpost erstellen. Hier sehe ich natürlich auch alle Portfolio-Einträge und natürlich kann ich auch hier einen neuen erstellen. Das gleiche gilt für die Downloads und für die Dateien, genauso für die Weiterleitung, wobei ich hier noch nicht fertig bin. Also am Admin-Panel muss ich noch ziemlich viel machen, da fehlt viel. Außerdem habe ich natürlich viel noch an internen Sachen gemacht, zum Beispiel auch XSS-Attacken oder SQL-Injection verhindert an vielen Stellen, wo Nutzerfelder sind. Wer nicht weiß, was das ist, XSS ist zum Beispiel, dass man HTML-Tags in ein Input-Field tut und dadurch zum Beispiel ein JavaScript ausführen kann. Und SQL-Injection ist, wenn man SQL-Anfragen an die Datenbank so verändert, dass sie mehr Daten ausliefern, als sie sollen. So kann man zum Beispiel Passwörter oder sonst irgendwas herausfinden. Das ist jetzt alles verhindert, soweit es geht. Außerdem gibt es jetzt hier unten im Footer endlich mal ein über mich, die Links und Blogposts. Und man kann natürlich immer noch die Sprache wechseln, zu Englisch zum Beispiel oder Französisch, auch wenn Französisch so gut wie gar nicht übersetzt ist. Also da könnt ihr eigentlich vergessen, französische Übersetzung. Aber ihr könnt euch eventuell freuen, dass demnächst ein bisschen bessere Tonqualität hier auf dem Kanal zu finden sein wird. Denn ich überlege mir, das Auna Mic 900B Kondensatormikrofon zu kaufen. Das dürfte weitaus besser sein als von der Qualität her als das 23-Euro Mikrofon von Microsoft, was in meinem Headset drin ist. Derzeit habe ich das hier. Also es kostet sogar 25 Euro. Ich habe das irgendwie für 13 Euro bekommen. Das ist echt nicht gut. Außerdem habe ich eine neue Endcard, die jetzt gerade zu sehen ist, die auch die YouTube-Features unterstützt, halt, dass man eine Endcard machen kann. Das seht ihr ja gerade auch so. Und dann verabschiede ich mich. Ciao.